medical equipment. You have to get in there. Oh shit. Oh fuck, fuck, fuck. So, da bin ich wieder. Ein neuer Tag in dieser komischen Höhle. Schauen wir mal, was uns erwartet. Letztes Mal hatten wir ja schon mal ganz kurz Bekanntschaft gemacht mit den hiesigen Kreaturen hier und mit diesem komischen Löwen etwas, was weiß ich. Gucken wir mal, hier haben wir aufgehört. Let's do it! Sieht aus, als wäre das irgendwas Besonderes. Es leuchtet, aber machen tut's nix. Okay. Da hinten war nichts. Da war dieser Löwen etwas, den wir richtig schön genatzt haben. Ja. Wahrscheinlich hier weiter. Ja, genau. Da dieses große Etwas. Das ist mir nicht geheuer. Der ist schon ziemlich groß. Währenddessen muss ich, glaube ich, nochmal die Brille putzen. Irgendwann. Was ist der gerade, gell? Jetzt ist immer der Nachteil. Wenn die Brille wireless ist, die wärmt sich ja dann nicht automatisch auf, wenn man den Rechner anschaltet. Und wahrscheinlich habe ich jetzt nicht so lange gewartet, bis sie richtig warm gelaufen ist. Dementsprechend schlägt die Brille jetzt gerade ein bisschen. Und immer nur dieses eine Auge. Wie tut man nochmal das? Das ist falsch. Aber vielleicht relativiert sich das von alleine. Schauen wir einfach mal. Okay, Mikro ist auch noch dran. Dann wollen wir mal erste Schrittbewegungen fehlen in diesem Spiel. Irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen Immersivität. Käfer. Riesenzecken. Libellen. Irgendwie so ruhig hier. So ruhig. Keine Ahnung, welchen Weg ich laufen muss. Gucken jetzt einfach mal. Untersuchen nach Loot. Was ist das? Guckt ihr mir diesen süßen Kleinen an. Der gefällt mir. Der nicht. Kurz geschaut, ob mein Subpack überhaupt funktioniert. Jetzt einfach null Vibrationen spüre. Oh, eine Station. Aber wahrscheinlich ist das so, dass hier einfach keine Vibration herrscht. Einfach vibrationslos. Kann man auch nichts machen. Das ist eine Wälder. Oh, ein riesen Gonchosaurus. Was Polo-mäßig. Guckt er mich an? Scheiße, ist der groß. Na dann. Die Wälder sehen auch ganz interessant aus.
Gehen wir mal zur Raumstation. Irgendwas kann man mit diesem Stein bestimmt noch Ressourcen abbauen oder irgendwas. Die leuchten mir zu dezent. Jetzt bewegt sich auch das Subwreck. Das heißt, alles funktioniert. Curient View, Proxima Centauri. Lesen. ACC auch nicht. Ist es die? Nee. Ah, das ist ein Bildschirm. Das ist nicht die wirkliche Ansicht von draußen. Muss ich jetzt da runter? Ich will da eigentlich noch gar nicht runter. Wenn hier noch irgendwas entdecken kann. Dann hätten wir schon wieder fast vergessen, etwas aufzumachen. Ja, der Entdecker in mir muss erstmal alles anschauen. Da ist eine Höhle. Essen und Trinken haben wir, glaube ich, genug. Ich will mir diesen Wald da nochmal anschauen. Immerhin rennt er jetzt schon mal ein bisschen. Dieses elendige Gehege. Ja, invisible wurde. Dieses elendige Gehege. AKA, ups, Half-Life Alyx. Ging schon ein bisschen auf. Sack. Ach, noch mehr MPH. Fleisch. Fleisch machen wir dahin. Und bis dahin. Na, mal was essen. Rohes Fleisch natürlich. Geh mehr als 80 geht scheinbar nicht. Okay. Also, da ist eine Höhle und da ist eine größere Höhle. Und da geht's auch nochmal runter. Man kann hier überall hin. Da muss ich wahrscheinlich da runter. Aber wir gucken uns erstmal alles hier an. Ah, da muss ich hin. Okay. Noch ein Cthulhu. Okay, Gegner. Boah, das war lame. Das war ziemlich lame von mir. Ja, so eine Machine Gun wäre mir lieber. Noch ein Wald. Ah, da geht's weiter. Ich höre was. Das könnte ein Nest sein. Okay, machen wir uns mal den ersten. Na, komm, Baby. Yes.
Ja, einen Kopf muss man treffen. Munition haben wir relativ genug. Schild ist aufgeladen. Ja, ich wusste, es ist ein Kieschen. Alles meins. War da was Neues? Also, nee. Nee, war nichts Neues. Oh, doch. Ein Helm. FCR Helmet. With a visor offering a wide field of view and an integrated heads-up display. A standard combat helmet provides higher situation awareness. Wenn ich den ausmache, ist nix. Okay. Das ist der gleiche Helm, den ich... Also vom Visuellen hat sich nichts verändert, aber scheinbar habe ich jetzt Schild. Hatte ich ja vorhin auch. Vielleicht hatte ich auch vorhin schon diesen Helm. Bin mir nicht sicher. Ah, hier geht's raus. Ich will nicht raus. Noch nicht. Muss mir erstmal hier alles anschauen. Es sind viel zu viele Wege. Also zum Teil ist es, glaube ich, Open World. Würde ich jetzt mal sagen. Das ist einerseits ganz gut, aber andererseits... hast du keinen roten Faden richtig abgesehen? Halt, natürlich. Von dem Marker, der mir sagt, wo ich hin soll. Scheinbar muss ich nicht unbedingt dem Marker folgen. Man kann einfach weiterlaufen. Boah, was ist das? Ekelhaft. Eine Riesenzyste. Und noch eine Zyste. Bäm. Aha, okay. Warte, noch nicht. Nicht gesehen, gell? Okay. Wir gehen erst darin. Weil ich glaube, die tun respawnen. Hauptsächlich, na, das sind Ressourcen. 100% sind das Ressourcen. Ich brauche eine Axt oder so. Und dann loote ich alles. Jeden Scheiß loote ich. Und dann baue ich mir einen Rocket Launcher. Oder sowas. Was ist das? Boah, die halten viel aus. Halt mit zu viel aus. Eine neue Waffe wäre nicht schlecht. Für irgendwie kriege ich immer mehr Munition. Riesig gut, Knapperchen. Was ist da los? Ich glaube, die Schwierigkeit ist zu schwer eingestellt. Kommt mir so vor. Nee, ist normal. Jetzt muss auf normal. Das sind ja Ressourcen. Okay. Ja, irgendwie sind die schwieriger. Letztens habe ich die Schwierigkeit ja ein bisschen runtergedreht. Sonst sind wir nur am Verrecken. Aber jetzt halten die genauso viel aus, gefühlsmäßig, wie auf der schwierigen Schwierigkeitsstufe.
ich bin nicht auf seinem Angriffs... in seinem Angriffsbereich, da alles gut. Muss jetzt nicht unbedingt... Wir brauchen Flammenwerfer wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, mir fehlen noch recht viele Ausrüstungsgegenstände. Komm, mach hinne. Läuft mir eindeutig zu langsam. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Einfluss drauf. Dass ich einen Einfluss drauf habe, wie schnell man läuft. Aber scheinbar nicht. Läuft eben mal so langsam. Ich habe so das Gefühl, das Spiel könnte recht langwierig werden. Wenn ich mir überlege, dass ich ja immer 45 Minuten Folgen mache und jetzt quasi durch das Rumlaufen jetzt schon quasi die Hälfte der Folge schon verspielt habe, ich jetzt aber ungern jetzt zwischendrin rumskippen möchte. Ich schätze, da komme ich nicht weiter. Sehe ich jetzt schon. Aber nicht, dass es heißt, ich habe es nicht versucht. Oh, da kann man durch. Okay. Ist das vielleicht so eine Sicherheitszone? Ich weiß es nicht. Ist das Wasser? Ja, wir sind unter Wasser. Wallen. Wallons. Was ist das? Interessant. When you come across the fast travel platform, you will unlock its location on the network. Approach the platform to show which locations are unlocked. Then use your right controller to aim at the location you'd like to travel to and press the trigger to select it. This will open up a portal behind the platform that will take you to your destination. Uh-huh. Cool. Schlafkabine? Hier unten. Was ist das? Nichts. Und das? Und das ist das? Vielleicht kann man das hier alles noch aufrüsten. Aale. Ganz nett. Finde ich. Und schon bin ich raus. Schon habe ich die Orientierung verloren irgendwie. Ja, ich glaube, hier kann man aufrüsten. Nur noch mal kurz ins Menü. Construction. System. Ja, ich glaube, hier kann man quasi seine Base aufbauen dann. Das ist nice. So einen kleinen Sim-Aspekt. Den Teleporter will ich mal kurz ausprobieren. Wenn ich den wiederfinde. Ich glaube, der müsste auf der Seite sein. When you come across the fast travel platform, ja, das habe ich schon gehört. The Haven, wir sind gerade wahrscheinlich in The Haven. Ah, nein. This will open up a portal behind the platform that will take you to your destination. Und dann da durch. Aha.
So. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ja, aber das ist nur ein Hinweg. Ich kann aber nicht zurück. Das heißt, wenn ich falsch teleportiere, wenn ich das Pech habe, irgendwo am Arsch der Welt zu landen, kann ich mir den ganzen beschissenen Weg zurücklaufen. Super. Na gut. Dann ist das eben so. Die Hindernisse habe ich so gut wie im Kopf, was mir fehlt. Deswegen gehen wir jetzt mal den Weg und folgen jetzt einfach mal den Marker. Vielleicht kriege ich da endlich mal irgendwas Sinnvolles. Ja, stimmt, alles abbauen. Muss ich alles abbauen? Um Dinge zu bauen. Bauen ist ganz cool, wie ich finde. Ah, doch, sieht eigentlich ganz nett aus. Grafisch wahrscheinlich jetzt nicht so das Beste, was es gibt. Aber das ist ungefähr wie das Loch hier. Hier fehlt was. I see. Wenn ich loslasse, fliege ich runter. Okay. Boah, das wird geil. Da legen wir jetzt mal alles ab. So, okay. Das haben die geil gemacht. Nur bloß nicht loslassen. Geht. Diese Geräusche. Ah, ekelhaft. Shit. Das kann dumm werden. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich bin so muskulös, ich kann mich mit einer Hand an dem Ast halten. Ja, anders ging's nicht. Anders ging's echt nicht. Ich brauche eine stärkere Waffe. Ja, immerhin gemeistert. Na, vielleicht ist dahinter noch irgendwas. Man weiß ja nie. Ressourcen.
Ja, Ressourcen. Aber mehr auch wieder nicht. Ich schätze, ich muss doch den anderen Weg gehen. Dann gehen wir halt wieder zurück. Da kommen wir später nochmal zurück und looten den ganzen Shit. Na, fuck. Das wollte ich jetzt nicht. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Schön Wookies. Schön den Bizeps trainieren. Trotzdem. Waffeln. Ganz viele Waffeln. Boah, Waffeln wären jetzt geil. Oder Waffen. Ja, ein bisschen ruhig ist es hier. Immerhin ein bisschen ambient. Ein paar Windgeräusche zu hören. Nebengeräusche, die mich ekeln. Ein bisschen Natur. Alles schön. Ja, hier ging's weiter. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Track down Walker's Team. There's no sign of Walker's team at the crash site. Maybe the ship's black box can tell you more. Find the black box. Muss ich die Black Box holen? Muss ich die Black Box holen? Da müssen wir, glaube ich, noch mal zurück. Jetzt gehen wir erstmal da lang. Wenn nicht, dass ich beim Schiff vergessen habe, die Blackbox zu holen. Blackbox. Er schüttelt den Speck. Ich bin mir nicht sicher, aber ich will zurück. Ich glaube. Oh fuck. War so klar. Response. Was wollte ich sagen? Ja, ich befürchte, dass wir am Schiff die Blackbox noch holen müssen. Und deswegen zeigt mir das Ziel auch in ganz andere Richtung an. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier umsonst rumlaufe. Wahrscheinlich führt es dazu, dass wir erst in der nächsten Folge dann schauen, wie es weitergeht. Dass ich quasi ein bisschen Zeit verplempert habe. Oh mein Gott, so ist das Leben. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Ich finde es immer komisch, diese typische Phrase zu sagen. Im Sinne von, falls euch das Video gefällt, dann bla 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 bla. Aber natürlich würde ich mich freuen über ein Like. Und über Abos.
Und? Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal nochmal. Ich glaube, den Weg nehme ich zu dem Schiff, nehme ich euch jetzt noch kurz mit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann die Folgen von Seeking Dawn weitermachen. An sich gefällt mir das Spiel ganz gut. Ist nicht so anspruchsvoll. Hat kurze, actionreiche Passagen. Sehr intuitiv. Ja, gefällt mir. Mal gucken, ob wir daraus eine Reihe machen. Ich hoffe doch schwer. Und dass ihr mich begleitet auf dem Weg. Genau. Da sind wahrscheinlich wieder Gegner. Nee. Okay, hier sind jetzt keine Gegner gespawnt. Komisch. Müssen wir uns Blackbox ergattern. Das ist ja eindeutig. Vielleicht müssen wir da hoch. Und unser Held kann natürlich nicht springen, wie wir ja schon herausgefunden haben. Jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Wo könnte eine Blackbox sein? Das sieht doch aus wie irgendwas, das irgendwas beinhaltet. Irgendwie auch nicht, aber der Marker zeigt ganz woanders hin. Ach so. Ja, toll. Nicht wirklich interagieren. Hey, I think I found the ship's black box. Rabbit, can you get a reading with your scanner? Let's find out. And that would be a yes. Excellent. It seems our new FCR protocols are working as intended. Meaning what exactly? The scanner you're using is a residual-sensitive prototype on loan from the Intel division. You'll be doing less scrabbling in the dirt than you're used to. Whenever you come across traces of old logs that left behind a quantum signature, the system will reconstruct the encryption keys used to encode them. It'll even grant you access to ACC recording if their security hasn't been updated. Hmm. How does that even work? That's above your pay grade, soldier. Seriously? Mm-hmm. Just check the black box, Weston. Yes, ma'am. This? A standard element in ships of all types, flight recorders in the space age have changed little, only having been reinforced to withstand the physical rigors of being in space. However, as war broke out and fears grew that the enemy could glean sensitive information, changes were made so that the units could be destroyed by the pilots if going down over enemy territorium. Ja, wo kommt das Nei? Wahrscheinlich muss ich das in die Forschungsstation reinmachen. Na, dann gehen wir mal dahin. Ah, gut, Marke zeigt auch dahin. Ja, dann los. Schaffen wir das noch? Was könnte man noch schaffen? Das schauen wir uns noch an. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge trudeln wir nicht mehr so rum und erledigen mehr von diesen riesigen Zecken. Oh, was ist los?
Oh oh, das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Jetzt sind sie wieder einfach. Gefühlsmäßig. Vielleicht waren die auch einfach schwer, weil mir das Spiel sagen wollte, falscher Weg, geh zurück oder stirb. Und ich so, no, no, ich bin hart, ich geh da durch, ich geh durch die Hölle. Sind die easy. Noch mehr. Jetzt können die echt gar nichts. Alles looten, loots, slots, slots. Die hätten aber das auch einfacher machen können, indem sie einfach irgendwie einen Hinweis machen. Durch einen Audiolog oder so. Ey, gehst mir ein bisschen zu weit. Guck dich doch erstmal vorher an, wo übrigens. That's promising. That ah, das kam vorher nicht. Promising, right? Was ist? Da kann man rüberklettern übrigens. Dann gehen wir später hin. Unclear. Hang on. Numerous hostiles detected. More barrels. They're swarming all over the target area. If they're attacking critical equipment, you have to get in there. On the move. Oh shit. Oh fuck, fuck, fuck. Gib mir fucking Machine Gun, ey. Wir machen meine Wohnung kaputt. Ey, das gibt's doch nicht. Wie halten die denn wieder aus, ey? Seems like the area is clear for the moment. Confirmed. We're not picking up any feral movement either. So, what are you seeing? Walker's combat outpost, but there's no one here. And this wasn't the first attack. Some of the damage is showing signs of age. How bad is it? Is there anything in working condition? Not as far as I can tell. Hell, it looks like the Ferals ripped off some components here and there. I'll need a closer look. Ja, wir sind komplett falsch rumgelaufen. Na gut, dann würde ich sagen, bei der nächsten Folge gehen wir den richtigen Weg. Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.